liebe Leser von hardharderheavy.de, ich bin hier heute in den Räumlichkeiten in Andernach zu Gast bei Rikolf. Hallo Mutti. Ihr werdet ihn sicher kennen. Rikolf macht Musik. Das allerdings schon seit 24 Jahren. Und heute ist für mich ein ganz persönlicher Tag, muss ich sagen, weil diese CD, ich weiß nicht, wer sie alle von euch kennt, war so ziemlich mit einer der ersten Hardrock-CDs, die ich mir gekauft habe. Und durch Zufall bin ich ins Internet gegangen und ja, habe mal den Namen Vamp wieder eingegeben und habe gemerkt, dass ich im Endeffekt 8 Monate zu spät bemerkt habe, dass die ein Re-Release gemacht haben. Das ist die neue. So, mittlerweile ist das 24 Jahre her und heute bin ich bei Rikolf. Rikolf, freut mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich, dich hier zu haben. Du warst damals dieser hübsche junge Mann hier. Den bin ich immer noch. Ja, jetzt bist du der hübsche alte Mann. Ja. Es hat sich ja einiges getan. Also ihr hattet früher mit so Rich Don't Rock, das war eure allererste Scheibe. Und erzähl doch vielleicht einfach mal, wie ist das damals losgegangen? Weil es ist auch eure einzige Scheibe letztendlich geblieben, obwohl es wirklich... ja, ein Verkaufsschlager gewesen. Ja, damals war das irgendwie das ganz stinkenormal entstanden. Olli, Dicky und ich waren einfach 3 Jungs aus Bonn, die Musik gemacht haben, im Proberaum ganz normal, wie andere Bands in den gleichen Proberäumen im selben Laden auch. Irgendwann haben wir gemerkt, mit unserem Sänger, der gefällt uns gar nicht und das passt menschlich nicht und dies nicht und jenes nicht. Haben wir gedacht, brauchen wir einen neuen Sänger. Aber damals in Bonn ist ja nur das Bundesdorf gewesen, also klein. Mhm. Tja, da man da ja jeden Musiker kennt, persönlich, wussten wir auch, unser Sänger, den wir uns vorstellen, der ist nicht dabei. Also sind Dicke und ich einfach mal auf die Idee gekommen, okay, dann besuchen wir eine Freundin von mir in München, dann können wir da mal ein bisschen bei der irgendwie pennen in der Wohnung und dann München unsicher machen. Haben wir auch gemacht und dann da versucht mal in die Musikszene reinzukommen, war auch ganz gut, war ganz schön, aber jetzt... Hat nicht weitergeführt, sind wir nach Hause gefahren. Und auf dem Weg haben wir gedacht, irgendwie kann es das nicht gewesen sein. Hier ist Nürnberg, da fahren wir mal raus. Haben wir einfach gemacht. Schöne Stadt, dort sitzt übrigens ja, unser Magazin. Super Stadt. Und wie es so kommen musste, irgendwie laufen wir so auf der Straße rum, langhaarige Typen und auf der Straße andere langhaarige Typen lernt man irgendwie kennen. Und dann gab es da coolen Rockladen, da haben wir direkt irgendeiner gesagt, da kommt heute Abend da mal vorbei und so, könnt ihr bei mir pennen, alles wunderbar. Ja. Und irgendwie hat es dann dazu geführt, dass wir dann immer weiter Richtung Süddeutschland gefahren sind, im weiteren Verlauf immer mehr Leute kennengelernt haben und dann später in der Rockfabrik in Ludwigsburg, also bei Stuttgart, den Tom. Mhm. Tom Bellini, den Sexgott. Den Sexgott, das ist er hier, der so gelangweilt guckt, ne? Ja. Das war danach. Ja, und gut, dann hatten wir inzwischen befreundete Bands in Stuttgart, die gesagt haben, okay, ihr könnt unseren Proberaum nutzen, ne, bringt da eine Gitarre mit oder so, könnt alles nutzen, kein Problem. Haben wir da Auditions gemacht und hatten schon vorher mit anderen Sängern aus Stuttgart und so aus der Gegend rumprobiert und war aber auch nie so, dass wir gedacht haben, yes, was ist es jetzt? Eigentlich hatte ich schon aufgegeben, irgendwas zu finden. Dann treffe ich dann so abends nach dem 15. Bier den Tom Bellini, der hatte entsprechend viel drin und der stand dann auch. Natürlich nicht auf rheinischem Platz, sondern irgendwie amerikanisch. Ja. Und ich meinte, ja, ja, erzähl ganz so viel, kannst du, hier ist unsere CD mit der Musik, wie wir uns das vorstellen, kannst du morgen mal vorbeikommen. Mhm. Ja, hat er gemacht. Und jetzt ist normalerweise bei allen, die Auditions machen, die sagen dann immer, ich habe mal gar keine Zeit, den Text zu lernen und ich habe mal gar keine Zeit mehr, das mal richtig drauf zu schaffen. Das sind die üblichen Ausreden. Und der hat als allererstes gesagt, also der Gesang, wie der hier drauf ist, totaler Schrott. Den konnten wir zwar beipflichten, aber auf der anderen Seite klang es mal wieder wie die übliche Entschuldigung von wegen, ich konnte noch gar nichts machen. Ja. Dann hat der gesagt, ich habe mir noch was anderes einfallen lassen. Und dann spielt man das Stück, ne? Haben wir gemacht und direkt Lonely Nights war geboren. Also wir hatten die Musik schon fertig mit ganz anderem Text, ganz anderen Melodien. Und er hat es halt alles geändert, hat er schon zu Hause an einem Abend irgendwie, hat er Lonely Nights, genau wie es da auf der Platte drauf ist, hat er fertig, war der Song fertig. Lonely Nights. Ja, 3 Wochen danach haben wir das erste Demo aufgenommen. Lonely Nights drauf, aber unter anderem 3 weitere Titel.
Und dieses Demo ist irgendwie rumgekommen. Das haben wir natürlich verschickt, wie jede Band damals immer ihre Kassetten so schön verschickt hat. Demo-Kassette. Das ist irgendwie bei der EMI gelandet. Und der bei der EMI fand das gar nicht schlecht offensichtlich und hat das dem Hartwig Masuch von Warner Brothers damals vorgespielt. Mhm. Der war auf Besuch, Warner Brothers war ein Verlag in München, also Publishing nur. Und der wiederum hat dem das Tape vom Tisch geklaut in einem unbeobachteten Moment und hat uns dann am nächsten Tag angerufen, von wegen hier, wir wollen einen Publishing-Deal mit euch machen, hin und her. Und von da ist es dann völlig durch die Decke gegangen irgendwie. Da hatten wir dann auch irgendwie Aufmerksamkeit von allen Seiten, plötzlich von allen deutschen Plattenfirmen, Angebote, wir sollen irgendwas machen und so. Also EMI wäre immer interessiert, CBS und schieß mich durch. Mhm. Ja, und Warner Brothers ist natürlich in den USA mit Warner Brothers liiert und unter anderem auch mit Atlantic, die auch Led Zeppelin und AC/DC und sowas haben oder hatten zu der Zeit in den 80er Jahren. Und irgendwie kam dadurch dann plötzlich der Kontakt nach Atlantic in New York. Und wir haben dann ein großes Festival in Bonn gespielt, Rheinkulturfestival. Da waren 15.000 Leute, nachmittags um drei oder so. Oh. Und da waren wir der heimliche Headliner irgendwie. Mhm. Das ist der durch die Decke gegangen, das Konzert. Wir waren noch in der hintersten Reihe am Mitsingen, Leute und so. Und bei diesem Konzert kam dann jemand von Atlantic Records, der sollte sich das angucken, wie die Band denn so ist oder so. Mhm. Das war das dann. Dann stand plötzlich der Record Deal dadurch mit Atlantic Records in New York. Und wir waren die erste deutsche Band, die auf Anhieb einen internationalen Plattenvertrag mit einer amerikanischen Firma hatte. Also nicht ja. den Weg gegangen ist, über erstmal in Deutschland veröffentlichen und wenn es dann da gut läuft und so weiter, dann machen wir dann auch noch Japan und dann auch Amerika. Mhm. Sondern wir haben dann direkt Amerika gemacht. Aber so schnell wie dieses Kind im Endeffekt geboren wurde, ist es dann auch wieder ja, in den Brunnen gefallen. Ja. Kann man sagen, traurigerweise. Es hat sehr lange gedauert. Das ist halt amerikanisch typisch, dass das irgendwie nicht von einem. Die haben also den Plattenvertrag gemacht, bis dann wirklich ins Studio ging. Das ist noch mal wieder zwei Jahre vergangen. In der Zeit haben wir sehr viel getourt und so. Das war auch sehr schön. Ein Vorprogramm von White Lion, ein Vorprogramm von UDO, also Udo Dirkschneider. Ja. Also sehr viel getourt, auch sehr viel selber gespielt in Clubs. Mhm. Also wir hatten damals die Prämisse, wir spielen jedes Shithole, egal. Mhm. Hauptsache spielen. Also egal, was es an Geld bringt oder auch nicht bringt, ganz egal, wir spielen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben extrem viel gespielt in der Zeit. Aber es zermürbt auch, wenn du immer wieder gesagt hast, ja, nächsten Monat geht's ins Studio und dann nächsten Monat. Wie alt wart ihr damals? So. Ich war 28, der Sommer ist genauso alt wie ich. Ja. Und die anderen sind, ich glaube, sogar 6 Jahre jünger, die anderen beiden. Mittlerweile ist ja natürlich auch schon ganz schön ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Mittlerweile kann man sagen, ihr seid in Anführungsstrichen Rock-Opis. Ich habe natürlich nur dieses Bild vor Augen gehabt, ja, wo ihr wirklich noch blutjung wart. Mhm. Und wie ist denn, wie war denn das Leben? Du sagst, ihr seid viel getourt. War das auch so typisch? Ich meine, gerade in den 90ern, 80ern, oder 80ern, da wurde ja auch viel, stimmt, 80er. Da wurde ja auch immer ja, noch die Musik noch ganz anders gelebt. Das heißt auch viel mehr Alkohol. Siehe Mötley Crüe, die haben ja da schon ein bisschen mehr auf den Putz gehauen. Ja, Mötley Crüe haben sehr auf den Putz gehauen, aber das auch sehr in die Öffentlichkeit getragen. Ja. Also, war das nicht so? Doch, das war bei denen sicher so, dass sie auch authentisch waren in dem, was sie machen. Aber wenn wir jetzt immer mit einer Jack Daniels Flasche in der Hand durchs Bild gelaufen wären oder so, das hätten sie auch gerne abgekauft, weil dann kann man halt nicht mehr Musik machen. Also man musste schon entscheiden, was man will. Also ihr wart da schon recht brav und so. Nein, wir waren überhaupt nicht brav, weil wir haben gerne mal abends einen getrunken und so, aber wir hatten nie irgendwie mit Drogen oder so nichts am Hut. Und also gerne mal ein Bierchen trinken, sieht man mir heutzutage noch an, glaube ich. Aber wir haben es auch nie jetzt total übertrieben oder so. Wenn wir am nächsten Tag ein Konzert hatten, dann muss man ja fit sein. Also. Ja, natürlich. Gerade damals in den 80ern waren die Konzerte auch noch viel mehr mit Heavy-Metal-Ballett versehen. Das heißt, total durchchoreografiert, wann wer wo auf der Bühne zu stehen hat und so. Also jetzt nicht schrittchenmäßig, sondern
Es ist einfach wichtig, dass wenn ich ein Gitarrensolo spiele, dann gehe ich in die Mitte der Bühne nach vorne und wenn dann da zufällig ein Sänger steht, dann ist das schlecht. Also muss man das durchchoreografieren, dass der Sänger hinter mir darum nach die Ecke der Bühne geht, während ich nach vorne gehe, damit man sich nicht gegenseitig überlaufen rennt und so. Aber wenn du anfängst, das so durchzuchoreografieren, dann hast du nachher auch, um das lebhaft zu gestalten, sehr viel Action auf der Bühne. Also du spielst nicht nur, sondern bewegst dich auch die ganze Zeit. Ne? So, und dann seid ihr irgendwann auch endlich mal ins Studio reingegangen und habt die Platte aufgenommen. Das war 1989. Schließlich hat es dann doch mal so weit geführt, dass wir tatsächlich ins Studio gegangen sind. War man da noch so Feuer und Flamme oder war das endlich so, dass man sagt, ja, doch. Also jetzt wurde es schon langsam mal Zeit. Also es wurde verdammt langsam mal Zeit, dass endlich mal was passiert. Ne? Mhm. Dann hatten sie uns ja den Produzenten Tony Platt besorgt, also ein Engländer, der schon mit AC/DC Highway to Hell, da war er Toningenieur, also saß am Mischpult. Matt Lang hat das ja damals produziert. Und er war auch schon bei Led Zeppelin-Produktionen als Kaffeekocher mit dabei oder so. Auf jeden Fall ist er sehr erfahren. Die sind auch wichtig, die wichtigsten. Ja, Leute. Man, so fängt man an im Studio. Ja, klar. Mal, zumindest früher. Ja, und also er ist ein durchaus sehr erfahrener Produzent, sagen wir mal. Aber vor allem aber auch Toningenieur, der sich sehr gut mit Rock auskennt. Mhm. Also das passte schon. Nur auf der anderen Seite so der Producer selber ist er nicht, also er hört schon nicht, wenn ein Ton falsch ist oder so. Das ist natürlich dann kritisch, weil bei den Demos, die habe ich immer produziert, dann ist der Tom in der Gesangskabine und singt und ich sage dann über ein Talkback, Scheiße. Oder zu tief, zu hoch und leite ihn an, um worum es geht oder so. Wenn du einen Produzenten sitzen hast, der sagt, ja, das klang ja geil, machen wir vielleicht nochmal oder auch nicht, keine Ahnung, dann ist irgendwie... ist der Tom dadurch so ein bisschen in ein Loch gefallen oder so. Und dadurch, ich weiß nicht, ob ihr da schon reingehört habt, die wieder auf. Ich kenne sie. Da sind jedenfalls auch die älteren Demos drauf mit Lonely Nights und so. Die sind meiner Meinung nach alle besser produziert und besser vor allem auch gesungen als vieles auf der Platte. Ne? Ja. Aber die super produziert. Also du hast mir im Vorfeld zugeschickt und ich muss sagen, also von der Produktion 1A. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie von damals wäre. Mhm. Und vor allem, da sind echt geile Lieder drauf. Also mein Favorite ist What About Love. Finde ich ein Hammer Song. Also, ist da der Dickie übrigens dann mitgeschrieben hat, What About Love. Deshalb hat er so diesen leichten Happy Touch, weil Dickie ist ja Österreicher und Ist immer so, Okay. Ja gut, dann wart ihr im Studio, habt die Platte aufgenommen und dann ging es natürlich auch los. Ihr habt, glaube ich, ordentlich verkauft auch. Also eigentlich haben aus unserer Sicht oder vor allem aus heutiger Sicht, würde man sagen, wir haben sehr gut verkauft, weil es waren 30.000 Alben, die wir verkauft haben und die Hälfte in Deutschland, Schweiz, Österreich und die andere Hälfte in den USA tatsächlich. Ja. Also ich gehe jetzt noch in den USA manchmal in so Secondhand-CD-Shops rein und so, da steht da durchaus gerne mal unser Album. Was kommen da für Gefühle so auf? Ja cool, freue ich mich. Ja. Mein Album in Miami im Secondhand-Shop irgendwo... rumfliegt, finde ich das gut, kaufe ich dann meistens auch für 2 Dollar. Du kaufst die ganzen CDs alle zurück? Nee, nicht alle. Wenn ich eine sehe, und ja. Ja, klar. Ja, und irgendwann kam dann der Crash auch mit der Plattenfirma. Ja, also das war damals so, also es lief ja ganz gut eigentlich, aber 30.000 verkaufte Alben ist nicht das, was die Plattenfirma sich vorgestellt hat. Das Ziel wäre gewesen 300.000. Ja. Was natürlich aus heutiger Sicht Utopie. Ja. Also die Scorpions verkaufen vielleicht mal 1 Million damals. Ne? Mhm. Heutzutage verkaufen die Scorpions auch vielleicht 30.000 oder so, wenn sie ein neues Album rausbringen. Also jedenfalls waren die genauso geil und hochgehängt, dieser amerikanische Plattenvertrag, weil umso überzogener waren natürlich auch die Erwartungen. Mhm. Weißt du? Wenn das jetzt durch die Decke gegangen wäre, wie damals gleichzeitig Europe zum Beispiel, und die sind ja da mit ihrem Final Countdown und so durch die Decke gegangen, das hat natürlich alles gerechtfertigt und deshalb konnten die dann noch ein zweites Album machen. Nur wir, hatte ich dir ja vorher schon mal erzählt, wir hatten ja mit White Lion getourt und White Lion haben nachher nach der dritten, die waren auch bei Atlantic Records und die hatten nach dem dritten Album, was sie gemacht haben, hatten sie insgesamt 1 Million Alben verkauft und dann hat Atlantic die rausgeschmissen, weil sie nicht genug Alben verkaufen.
Und da war natürlich klar, dass es bei uns dann ein bisschen mau aussieht mit den Verkäufen. Es sollte auch noch weitergehen. Wir sind dann in die Staaten gegangen, haben Ostküste getourt, auch wieder gespielt, sehr viel ja. in New York und so. War auch sehr schön, kam auch super an. Und dann hatten wir einen Support von Lizzie Borden. Und da ist dann Atlantic Records New York aufgetaucht, um sich das anzuschauen und zu befinden, machen wir jetzt das zweite Album, da ging es jetzt nur noch um Go oder nicht Go. Mhm. Ja, und irgendwie zwei, drei Monate vorher kam Nirvana raus mit ihrem Come As You Are. Und das hat dann dem melodischen Hardrock vollkommen den Todesstoß gegeben. Und da war dann plötzlich nur noch Grunge angesagt und wir haben natürlich so Musik gemacht, weiß ich nicht, wie Van Halen oder die Scorpions oder so, und das war plötzlich total out. Seitdem sind die Scorpions in den USA gestorben, die verkaufen gar nichts mehr. Seitdem touren die nur noch durch Russland. Ja. Und für uns war das praktisch, diese Grunge-Welle war praktisch der Todesstoß. Dann haben wir da in New York gespielt, in Brooklyn, und haben danach das, nicht das Go, sondern das Nicht-Go gekriegt, und deshalb sind die Once More Killer-Songs, die da drauf sind, nicht zum Album geworden, sondern nur noch Demos, wie sie auf der Wiederveröffentlichung sind. Ja, es war natürlich dann ein Umbruch zu dieser Zeit, aber kam für euch denn mal in Frage, dass ihr gesagt habt, okay, wir passen uns dementsprechend an oder wir entwickeln uns da in eine, ja nicht komplett weiter, sondern gehen vielleicht doch ein bisschen dann wieder von diesem klassischen Hardrock-Stil weg? Ja, kam das in Frage oder war das eher so niederschmetternd? Das kam ja nicht in Frage, weil es liegt auch ein bisschen an der Art, wie der Tom singt. Das ist sehr melodisch, sehr klare Art von Gesang. Ja. Und wir stehen ja da drauf. Also plötzlich war jeder hip, der irgendwie völlig fertig ist und total auf Droge und kommt und noch einen Ton rausbringt und so singt oder so. Das ist nicht unser Ding. Vielleicht hättest du dann singen sollen oder jemand anders außer mir. Ich meine, vielleicht kannst du ja singen, ich weiß gar nicht. Nee. Ich möchte jetzt nicht Schlimmes sagen. Backing Vocals kann ich singen. Ich will ja jetzt auch nicht. Nee, aber es war ja jetzt keine Option gewesen, jetzt irgendwie so ein Fähnchen am Wind zu hängen und wir machen jetzt ganz andere Musik oder so. Ja. Also wenn ich mich heute mit den Jungs wieder treffen würde und wir würden uns hier reinsetzen und würden ein neues Album schreiben, dann wäre das ganz klar wieder so Musik. Da würde ich nicht sagen, nee, da muss jetzt total anders, da muss jetzt irgendwie Chöre und Philharmonie rein oder so, sondern würde sagen, das muss handgemachter Rock'n'Roll sein, melodische, griffige Songs. Das würde ich sagen, macht die Band aus. Und da hätten wir damals nicht sagen können, da machen wir jetzt ganz was anderes. Das ist Quatsch. Warum macht ihr das jetzt nicht? Ja, dem steht im Moment im Wege, dass der Dicky in Los Angeles wohnt. Der Tom in der Nähe von New York an der Ostküste. Ja, ich in Andernach. Nee, es ist schön hier. Mit dem weltgrößten Kaltwassergeysir, den es gibt. Die Perle am Rhein, Andernach. Eben, deshalb heißt das Studio auch so. Ja, und der Olli ist in Berlin. Also Berlin ist jetzt nicht so aus dem Weg, da konnte man sich gerade in den Zug setzen, nur die anderen beiden. Ja, der Tom könnte auch noch gerade hierher kommen. Das ist dann ein Flug von 9 Stunden oder so oder 8 Stunden, das geht. Billigflieger. Kostet trotzdem alles Geld. Ja, klar. Und für den Dicky ist es noch schwieriger, weil er hat 2 kleine Kinder. Also im Alter von 5 und 6 oder so. Ja. Da kann man nicht einfach der Frau sagen, ich jette mal eben zu meinen Freunden und mache ein bisschen Rock'n'Roll für ein paar Wochen oder so. Das kann man schon, man muss mit den Konsequenzen rechnen. Da muss man dann auch gehen. Aber wenn er mit Millionen nach Hause kommt, dann will sie ihn sowieso wieder haben, glaub's mir. Naja, jedenfalls siehst du, wo die Probleme sind. Los Angeles ist jetzt auch nicht gerade irgendwie um die Ecke, sondern das ist jetzt dann schon langsam ein 20-Stunden-Flug mit Umsteigen und so und kostet auch richtig Geld und so. Also es ist schwierig. Aber heutzutage ist es doch auch oft so, die Bands, die wurden auch alle komplett verstreut. Und wenn die Vocals dann in anderen Studios aufgenommen, besteht diese Möglichkeit? Ja, die Möglichkeit besteht und das werden wir wahrscheinlich auch machen. Wir hatten jetzt versucht, Konzerte zu spielen, also erstmal das über die Live-Schiene zu kriegen, aber es ist schwierig, weil auch mit Konzerten verdienst du nicht unbedingt Geld. Also du musst damit rechnen, dass das irgendwie ein Nullsummenspiel ist und man hat viel Spaß dran. Aber für die jetzt irgendwie aus den USA kommen, ist das natürlich teuer. Deswegen die Konzerte, die kosten jetzt nichts, aber sie müssen ja auch hier für ihren Lebensunterhalt sorgen, sie müssen die Flüge bezahlen und so weiter und ein bisschen Geld haben, um sich abends in der Kneipe Bier zu kaufen und so. Also irgendwie,
das steht im Moment im Wege. Also es ist auf jeden Fall geplant, dass wir Konzerte machen wollen, sagen, und alle sind da Feuer und Flamme, nur die Finanzierung ist so ein bisschen kippelig. Ja. Wenn ich jetzt einen Promoter hätte, der sagen würde, wir machen jetzt mal eine Tour, ja, dann würde sich das lohnen. Aber bisher ist das immer so auf Einzelkonzerte, meinetwegen in Bonn in der Harmonie, das ist so ein gängiges Ding in Bonn, wo so 250, 300 Leute reinpassen, oder hier in Andernach im V8 oder so, könnte man spielen. Natürlich schöne Sachen und vielleicht kommen sogar ein paar hundert Euro bei raus, aber für so zwei, drei Konzerte lohnt sich der ganze Aufwand nicht wirklich. Ne? Also wäre, wenn also ein Promoter zuguckt, hallo, dann hör zu. Und wir sind eine gute Band. Das kann ich bestätigen. Ja, live kommen wir das richtig gut. Ja, aber meine andere Frage, ihr seid ja auch alle ein bisschen rundlicher geworden. Geht ihr dann vorher noch ins Studio? In was für ein Studio? In ein Sportstudio. Und den Bauch auch ein bisschen. Die Gitarre muss ja auch davor passen. Die Arme werden ja auch nicht länger mit dem Alter. Nein, Scherz beiseite. Ich meine, da hat sie natürlich auch einiges getan. Ich würd mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da wieder auf Tour gehen würdet. Ja, ja. Aber ich denke, wahrscheinlich wird es doch so aussehen, dass wir erst ein neues Album zusammenstellen müssen, auch wenn wir es nicht zusammen erstellen können, sondern dann halt tatsächlich über das Internet und hin und her. Das ist natürlich so eine Art, wie sie mir persönlich als Kind der 70er und 80er gar nicht so gefällt. Wäre es am liebsten, es gäbe gar kein Internet oder so, das wäre besser. Aber egal, also natürlich ist man offen für alles und wir werden wahrscheinlich diesen Weg gehen. Ja, oder beziehungsweise... Wenn wir dann, also Entschuldigung, wenn wir dann ein neues Album am Start haben, dann kann man da vielleicht auch im Sinne der Vertriebsmöglichkeiten über eine Plattenfirma sehen, wie man auch eine kleine Tour an den Start kriegt. Ne? Dass man tatsächlich mal das promotet und dann, dann macht das Sinn. Weißt du, wenn die jetzt nur hier rüberfliegen für zwei Konzerte in Bonn und in Andernach, das macht nicht wirklich Sinn. Du bist ja auch mehr die treibende Kraft, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Vamp. Das heißt, du hast die Lieder im Endeffekt geschrieben. Der Tom hat die Gesangspartien gemacht, hast du gesagt. Und du hast dich ja letztendlich auch da dran gesetzt, um dieses Album, dieses Remaster auch nochmal zu machen. Und ich glaube, das hat im Endeffekt auch ein bisschen was damit zu tun, dass es auch von dir nochmal eine Herzensangelegenheit ist. Ja, klar. So hab ich das verstanden, weil ich glaube jetzt zu sagen, damit werde ich jetzt ultra reich, da verdiene ich, wer weiß nicht, wie viel Geld mit. Ich glaube, das wäre da auch fehl am Platz. Nee, das ist auch völlig falscher Approach. Also wenn du damit Geld verdienen willst, dann weiß ich nicht. Sollst du lieber Bäcker werden oder so, verdienst du mehr. Klar, aber große Brötchen machen. Für weniger Arbeit. Ja. Nee, ich finde es schön. Also wie gesagt, ich würde mich da auch sehr freuen, wenn ihr wieder ins Studio gehen würdet und wirklich nochmal eine Scheibe machen, weil ich kann sie, also die kann ich jedem nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Ja, die ist eigentlich dieselbe, weil... Genau, ist dieselbe, wo nochmal die ganzen alten Sachen mit drauf sind. Die CD, die Original-CD ist remastered, also modernen Sound gewandt. Guck mal, wie viel da drauf ist. Seht ihr? Und dann ist noch eine komplett zweite CD mit allen Demos, fast allen Demos, die es von uns gibt. Die meisten sagen, klingen besser als die produzierte CD. Von daher ist das jetzt nicht so eine Demo-CD, so ja, als Sammler freut man sich, wenn man die hat, sondern da sind richtig noch ein paar Songs drauf und da ist richtig Musik drauf. Ja. Eine ganze Stunde nochmal zusätzlich. Wo kann ich die käuflich erwerben? Am besten im Internet bestellen, bei Dive Bomb Records. Okay. Aber auch bei den handelsüblichen? Ja, man kann es manchmal im Laden kaufen, aber die Läden müssen dann auch bestellt haben. Also die haben das jetzt nicht so da stehen, weil das ist ja auch kein Seller, irgendwie kein Millionenseller automatisch, sondern schon eine Independent-Geschichte. Also einfach kann man auch bei dir bestellen? Bei mir nicht, aber man kann auf der Vamp-Seite, vamp-rock.com, okay, kann man, da ist auf jeden Fall der Link zu Dive Bomb Records und da kann man die bestellen. Das ist zwar in den USA und das ist auch alles auf Englisch und so, aber es ist trotzdem ganz einfach. Dauert das dann länger? Bis ja, das dauert gar nicht lange, das ist recht fix eigentlich. Ein paar Tage, dann hat man die. Okay. Ja, schön, Mensch, was gibt es noch zu sagen? Weiß nicht. Du hast schon über mein Studio gesprochen. Genau, dein Studio haben wir, haben wir vergessen. Du betreibst ein eigenes Studio hier in Andernach, die Perle am Rhein. Das heißt, du bist der Musik treu geblieben. Du verdienst deine Brötchen auch mit der Musik weiterhin. Mit Musik und ein bisschen Werbung und so ein Zeug, was man so macht, wenn man ein Studio hat, aber auch gerne mit Musik. Und auch die kleinen Kids, die haben dich in dem Fall schon mal wahrgenommen, ne? Ja. Von der Musik her. Du hattest für ein Spiel. Ach so. Also kein auch schon mal die Musik geschrieben.
ich weiß nicht, ob ihr das kennt, World Rally Championship, die Zocker unter euch sollten das kennen. So ein Racing Game, da sind drei volle Titel von der Perle am Rhein, sind drei volle Titel drauf. Also immer wenn ihr da am Zocken seid und ihr hört irgendwie so symphonischen Metal im Hintergrund ohne Gesang, dann ist das von uns. Gut zu wissen. Also, er war nicht ganz untätig. Wer kommt zu dir alles ins Studio? Was mal, für wen ist das da? Für jeden? Kann ich da jetzt zum Beispiel auch in meine Platte aufnehmen? Ob du das ganz weiß ich nicht genau. Da haben wir eh schon mal drüber gesprochen bezüglich des Gesangs, ja. Ja, eigentlich kann jeder kommen. Viele kommen und singen nur. Mhm. Also es ist sehr viel, dass irgendwelche Sänger kommen und bringen schon ein fertiges Playback mit, was sie vielleicht zu Hause haben erstellen lassen von irgendeinem Freund oder so und singen dann hier nur noch professionell ein. Mhm. Also wir machen sehr viel Vocal-Produktion. Meine Frau ist auch sehr guter Vocal-Coach. Ja. Hat bei Christiane Jordan gelernt. Das ist ein Name, wenn man Insider ist, das ist ja schon eine Hausnummer. Jedenfalls, sie kann auch die Leute sehr gut anleiten, dass es nachher auch professionell klingt. Aber wir nehmen natürlich auch Schülerbands auf, alles was da kommt, gerne und machen das Beste draus. Heavy Metal. Ja, schön. Ja, dann sag mir vielleicht oder beziehungsweise auch euren potenziellen Fans, warum sollen sie denn jetzt das Album kaufen? Warum sollen sie auf Tour gehen? Und wie bekommen wir das hin, dass ihr auf Tour geht? Ja, kauft das Album, damit fängt das schon mal gut an. Ja, bestellt es euch einfach. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Album, oder? Ja. Und die paar Bucks, die es kostet. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube, $8 oder so. $8, das ist geschenkt. Oder können auch 12 sein, aber es ist jedenfalls nicht teuer, das Album. Dafür, dass man da zwei volle Stunden Musik mitkauft, ist das schon ganz cool. Also wenn man auf so Musik steht, Hairspray-Metal, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Investition. Ja. Und wenn wir dann das tatsächlich mal schaffen würden, ein neues Album zu machen, dann kauft euch das, weil das wird nämlich die Fortführung der alten Musik nur modernen Gewand sein. Also mit modernem Gewand meine ich vor allem besserer Sound und so. Mhm. Weil die Aufnahmemöglichkeiten heute doch schon noch was besser nochmal sind als damals. Aber wird schon rocken. Und das ist auch genau der Grund, warum man auf ein Konzert gehen sollte, weil das wird schon rocken, da bin ich ganz sicher. Wie viel? Dicker Bauch hin oder her. Das ist die Zeichen der Zeit sozusagen. Ja. Hast du denn schon ein paar Lieder in der Schublade? Ja, wir haben schon Lieder. Okay, also ist. Das darf aber keiner wissen. Ja. Also nein, ist natürlich, eine Frage der Zeit. Natürlich. Ja. Passt immer schon als Sachen, das ist ja klar. Ja, super. Sonst würde ich dir nicht sagen, dass wir daran arbeiten. Also. Schon konkrete Sachen am Laufen, aber es ist jetzt noch weit weg davon, dass wir sagen, haben das Album fertig oder so. Das dauert dann schon noch ein bisschen. Gegen späte 2014 damit rechnen, dass wir es bis dahin mal fertig haben. Das ist uns ranhalten. Ja, schön. Rikolf, mich hat es wahnsinnig gefreut. Ja. Wir schnacken gleich ein bisschen weiter, ihr müsst nicht alles wissen. Aber in jedem Fall, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf die zweite. Rock on!